Was machen Reiche anders? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Arme und oft auch die Mittelschicht sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Geld ist überhaupt nicht wichtig. Und dann gehen sie jeden Tag zur Arbeit, zu einer Arbeit, die sie nicht wirklich mögen. Sie verbringen dort 8 Stunden, um Geld zu verdienen. Und da sage ich, das ist ja nicht wirklich konsequent. Tatsächlich ist bei den Armen und bei der Mittelschicht in Bezug auf Geld der Hauptfokus auf Einkommen gelenkt. Bei den Reichen ist das anders. Für die ist nicht Einkommen, Arbeitseinkommen das Wichtigste, sondern für sie sind Assets wichtig, Sachwerte. Ihr Hauptfokus liegt auf ihrem Vermögen. Denn sie wissen, Geld an sich ist niemals ein sicheres Vermögen. Geld ist nicht sicher. Geld wird weniger durch Information, wird aufgefressen. Sachwerte werden bei derselben Inflation teurer. Das heißt, sie werden wertvoller. Du hast dann mehr Vermögen. Schau dir einmal in der folgenden Übersicht ganz kurz und klar an, warum der Fokus auf Arbeitseinkommen zu einem ganz anderen Ergebnis führt, als bei einem passiven Einkommen, was du so von deinen Investitionen hast. Und passives Einkommen ist das Ziel von Investments. Die Definition von Investments ist, du investierst Geld und dein Geld bringt dir regelmäßig Erträge. Das heißt, du bekommst einen Cashflow. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein Irrglaube zu sagen, wenn ich Aktien kaufe, habe ich in Aktien investiert. Das ist Unsinn. Ich habe spekuliert, denn ich will sie mit Gewinn verkaufen, außer ich bin ein reiner Dividendenanleger. Nehmen wir dagegen die reine Investition. Das ist das Beispiel einer Wohnung, für die ich dann regelmäßig Miete bekomme, wenn ich sie vermietet habe. Warum haben wir ganz andere Ergebnisse, wenn wir unseren Fokus auf aktives Arbeitseinkommen richten oder unseren Fokus auf passives Einkommen und Investments? Hier ist die Übersicht. Schau mal, zunächst mal, wenn du Arbeitseinkommen beziehst, zahlst du Sozialversicherung. Und was dann noch übrig bleibt, wird versteuert und du kannst kaum etwas abschreiben. Der Fokus auf passives Einkommen ist anders. Du hast erstmal keine Sozialversicherung. Auf Investmenteinkommen zahlst du keine Sozialversicherung. Du zahlst eine viel niedrigere Steuer, was die meisten nicht wissen. Für Immobilien zahlst du maximal 5-10% Steuern, wenn du es richtig machst, auf die Mieten. Und drittens, es ist fast alles abschreibbar. Du kannst fast alles abschreiben. Sagen wir, ein Arbeitnehmer verdient 5.000 Euro brutto, nicht schlecht. Er zahlt der Sozialversicherung, sagen wir der Einfachheit halber 1.000 Euro, weg. Auf den Rest zahlt er Steuern, sagen wir ungefähr 30%, dann sind das also 1.400 Euro. Das heißt, von den 5.000 Euro bleiben ungefähr 2.600 Euro übrig. Die Hälfte ist also ungefähr weg. Wenn dieser Arbeitnehmer jetzt ein paar Aktien kauft von seinen Ersparnissen oder Fonds, kann er auch fast nichts abschreiben. Und jetzt sagen wir, du hast gelernt, in Immobilien zu investieren und du hast es geschafft und bekommst monatlich 5.000 Euro Miete als Gewinn, also nach allen Kosten. Hast alle Kosten abgezogen. Und das ist viel leichter, als die meisten Menschen das denken. Die meisten haben sich nur nie die Zeit genommen, sich einmal richtig mit Immobilien zu befassen. Oder sie haben mal ein paar Mal sich ein paar Immobilien angeguckt und haben gesagt, es gibt nichts Gescheites, was ich finden könnte. Aber wenn du lernst, wonach du schaust und wie du es machst, dann ist das gar nicht so weit weg. Also sagen wir mal 5.000 passives Einkommen. Davon zahlst du 0 Sozialversicherung. Schon mal gut, großer Faktor. Und wenn du es richtig machst, zahlst du sehr niedrige Steuern zwischen 0 und maximal 15%. Ich sage zwischen 5-10% kannst du rechnen. Außerdem kannst du drittens auch noch alles abschreiben. Deswegen sind ja die 0% Steuern möglich. Aber selbst wenn du 15% zahlen würdest, was die Höchstsumme ist, wenn du eine Immobilien GmbH hast, hättest du immer noch 4.250 Euro netto im Vergleich zu 2.500 oder 2.600. Siehst du den Unterschied?
Darum konzentrieren sich alle Reichen auf Assets. Assets, die ihnen passives Einkommen bescheren. Asset ist die Wohnung. Passives Einkommen ist die Miete. Nochmal, der Grund, warum Arme und die Mittelschicht nicht vermögend werden, ist, weil sie sich auf Geld konzentrieren, auf aktives Arbeitseinkommen. Der Grund, warum die Reichen reich sind, ist, weil sie sich auf Assets konzentrieren, die ihnen passives Einkommen geben, von dem kaum etwas weggeht. Was kannst du tun, um das Mindset eines Reichen zu entwickeln? Also einmal, lies gute Bücher. Lerne reiche Menschen kennen, lerne von ihnen, investiere in gute Kurse. Und wenn du Geld hast, tausche dieses Geld in Sachwerte, in wirkliche Investitionen, die dir eine monatliche Rendite bringen. Ist das leicht? Nee. Wenn es leicht wäre, wären alle Menschen reich. Aber ich glaube, dass es wirklich viel härter ist, arm zu bleiben, immer unter seinen Möglichkeiten leben zu müssen, Nein sagen zu müssen zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, Nein sagen zu müssen zu dem, was du wirklich willst, Nein sagen zu müssen zu dem Lebensentwurf, der dich glücklich machen würde, in dem du frei bist, Nein sagen zu müssen zu all dem, was dich erfüllen würde, weil du irgendeinem Job nachgehst, der dir eben nicht richtig Erfüllung gibt. Und deswegen sage ich, werde Investor, denn dann bist du wirklich, wirklich frei. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.